Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Hausflipper und ihr wollt mich wohl leiden sehen. Nein, nicht weil ihr mir dauernd zuguckt, wie ich in meiner Bruchbude lebe, mit der vollgesifften Toilette, der ekelhaften Dusche und dem sondern es geht um was ganz anderes. Ich habe mir ein neues Haus gekauft und das Haus ist verflucht, Leute. Und es soll ein bisschen gruselig sein. Aber was tut man nicht alles für das Geld? Denn wenn ich dieses Haus richtig gut upgrade, dann bekomme ich dafür richtig, richtig viel Kohle. Oh nein. Oh, ich hasse sowas. Das Haus von Samantha Myers. Ach komm, Alter. Eine Taschenlampe. Oh, ich will in dieses Haus nicht reingehen. Oh, die Tür geht natürlich schon direkt auf. Ich möchte kurz zu meiner Verteidigung sagen. Oder was heißt zu meiner Verteidigung? Ich möchte einfach komplett ehrlich sein. Ich bin wirklich ein Schisser, was Horror-Games angeht. Ihr findet auch auf meinem YouTube-Kanal, ich habe mittlerweile, glaube ich, über... Oh, als ob. Boah, du mieses Stück Abfall da hinten. Das ist irgend so ein Typ. Ich habe 5000 Videos auf meinem Kanal und Horror-Games gab es, glaube ich, nur 3-4 Mal. Und die sind schon Jahrzehnte her gefühlt. Gut, dann werden wir doch einfach mal reingehen. Oh Gott, und es geht hier. Oh, bitte nicht, Alter. Bitte nicht. Ich mach doch hier schon sauber. Ach komm, Alter. Nee, warte, ich muss die Sachen hier verkaufen. Ach, jetzt das hätte ich gar nicht verkaufen müssen. Oh, da vorne liegt irgendwie irgendein blödes Stofftier. Ach komm, Leute. Ich weiß, ich stelle mich gerade an. Oh, was ist hier hinter? Hinter ist nichts. Alles gut. Ganz ehrlich, aber das will doch niemand haben hier. Was ist hier für ein blöder Fernseher? Ne, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen sauber machen. Kann ja nicht wahr sein. Sie ist ja eine absolute Drecksbude hier. Ihr scheiß Geister, ihr könnt euch verpissen. Ich trete euch in die Eier. Aber vorher mache ich noch bei euch sauber. Oh, da ist irgendwo gerade irgendwas aufgegangen. Junge, ganz ehrlich, ich trete dem Geist einfach in die Fresse, wenn ich ihn sehe. So, ganz ehrlich, das will doch hier auch niemand haben. So, warte mal. Ah, hier kann ich ein bisschen sauber machen. So, das ist aber noch gut hier. Das ist ein schönes Ding hier oben. Aber hier hat jemand scheinbar gegen die Tür. Keine Ahnung. Hä? Warum ist sie denn so räudig, die Tür? Ist ja kein Problem. Hä? Ist das eine Puppe? Oh, da vorne sind Kakerlaken. Da kommt doch gleich irgendein blöder Scare-Effekt. Ich sag's euch. Ich tritte. Ich nehme meinen Scheißhammer in die Hand. Und jetzt mach ich dich kaputt. Warte. Warte. Alles ist cool. Ja, das war mal wieder männlich, Pidissel. Also da hast du mal wieder gezeigt, dass du krass bist. Oh Mann, so, Alter, ihr Kakerlaken aus der Hölle. Ich sauge euch jetzt alle weg. Und wenn dieser blöde Scheißgeist mir nochmal auf den Keks geht, dann sauge ich den auch weg, Alter. Dann kommst du Ghostbuster-Style, kassierst du aber sowas von. Kakerlaken-Nest ist zerstört. Was ist denn das hier? Wer hat denn hier an der Wand gekratzt? Wie soll ich denn den Mist hier wieder verkaufen? So, ich verkaufe das hier. Ganz ehrlich. Boah, hier ist doch gleich wieder irgendwas. Hallo, ich bin der nette Typ von nebenan. Nö, alles gut. Ich mache hier nur kurz das Blut weg, ne? Ja. Ja, und die Spinnenweben. Hier oben könnte auch mal jemand sauber machen. Hier tropft es irgendwie. Hallo? Oh Gott. Oh, es ist nur so ein blöder kleiner Bunny, Alter. Komm, ich verkauf dich. Hier habe ich aber schon alles ganz gut sauber gemacht. Was es halt super nervig macht, ist, dass es halt dunkel ist. Ich sehe... War die schon die ganze Zeit da? Junge, dich verkaufe ich. So, bisschen putzi-putzi. Oh, alles klar, ich bin weg. Oh Gott. Was willst du denn? Du warst doch nicht am Anfang schon blutig. Ich verkauf dich. So, boom, 23. Was willst du jetzt machen? Hä? So, und dich verkaufe ich auch. Bam, Junge. Was ist das hier? Alles klar. Es geht runter in den Keller. Ach, komm, Alter. Und ich weiß, ich kann mich nur wiederholen. Ja, ich stelle mich gerade an, aber weil ich auch einfach Angst habe. Hallo? Jetzt macht mal nicht diesen. Mach mal nicht jetzt hier mein Licht aus. Was sind das für Geräusche? Ich habe doch hier gerade irgendjemand atmen hören. Boah, Leute, jetzt mal ehrlich. Och, komm, warum ist denn jetzt hier die Sicht so anders? Ich mache hier den Müll weg. Ich gucke einfach nur auf den Boden. So, was kann ich hier? Ja, einfach nur verkaufen. Ich gehe hier einfach wieder weg. Bist du denn? Ich verkaufe deine Scheiße. So, und hier mache ich ein bisschen sauber. So. Hä? Das war doch nicht eben schon offen. Hä? Hä? Warte mal.
Bam! Hä? Hier war doch eben, das war doch eben offen. Ah, hier. Hier kann ich rein. Bam, Junge. Wenn da jetzt der scheiß Geist ist, ich klopp dich kaputt. Ich hab einen Hammer. Und er macht dich mehr als kaputt. So, bam, Junge. Oh Gott. Was willst du denn, Alter? Ich schlag dich kaputt. Hörst du mich? Bam. So. Und jetzt verkaufe ich dein blödes Plakat hier. Und den ganzen Müll auch. So. Bam. Jetzt ist hier wieder sauber. Danke. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Jetzt springe ich hier halt raus. So, ich gehe raus aus diesem blöden Haus. Jetzt geht hier ab. Wunderschön. Oh, schöner Garten. Ist das erlaubt? Man darf doch nicht bei sich... Benutzen? Das darf man nicht. Man kann doch nicht auf seinem eigenen Grundstück. Selbst in Amerika geht das nicht. Ich werde doch jetzt hier nicht... Nee, ich werde hier nicht irgendjemanden begraben. Ich bin doch hier nicht der... Weiß nicht, der Quasimodo. Ah nee, der war Glöckner, oder? Quasimodo war Glöckner. Wer war denn aus... Ach, egal, ich grab jetzt einfach. Ist mir doch scheißegal. Jetzt begrabe ich hier irgendeinen Typen. So, komm. Wunderbar. Loch ist vollständig ausgegraben. Ja, setz den Sarg ein. Natürlich. Mann, ich bin hier Renovierungsexperte. Bedeck es mit Erde. Ja, genau. Nochmal hier alles schön zuschippen. Perfekt. Ja, klasse. Hallo? Es ist alles wieder gut. Hässlicher Keller. Hässlicher Keller. Hier ist alles weg. Ich glaube, auf dem Haus war einfach nur irgend so ein komischer Fluch. Hier der Fernseher. Hier astrein. Würde direkt verkaufen, Scheiße. Dann mache ich hier noch ein bisschen sauber, Alter. Das muss doch jetzt den Wert extrem gesteigert haben. Ich müsste hier halt so viel machen. Reiß dich zusammen und räum hier gründlich auf. Wieso wurde hier nicht aufgeräumt? Ihr müsst mir... Natürlich ist hier aufgeräumt. Hier ist doch alles wunderbar. Das ist nur einfach ein... Oh. Unangenehm. Mann, ich will das Haus nicht. Ich will hier das Haus von Kevin allein zu Haus. Das ist geil. Aber ich will doch hier... Ich guck mal, dass ich so die Sachen, wo noch Dreck ist und so weiter, das sehe ich doch hier. Ja, okay, hier fehlen ein paar Sachen. Ich mache jetzt hier loggerfloggig. Nochmal so die gröbsten Sachen. Die mache ich weg. Sprühe ich nochmal ein bisschen hier schön gegen. Es ist noch dreckig. Künstlerisches Durcheinander. Ja, das denke ich mir auch, Alter. Boah, nee, ey, ich werde das Ding einfach verkaufen. Ich habe jetzt auch keine Lust, dass jetzt da nochmal irgendwo am Ende irgendein blöder Scare-Effekt kommt. Ich werde das Ding verkaufen. Haus zur Versteigerung. Der soll einfach weg. Einfach weg mit dem Kram. Hauspreis? 213. 216. Komm, nochmal mehr. Bitte. 223, dann mache ich nochmal schön 20.000 Gewinn. Und dann werde ich nochmal schön verhandeln. Daniel, richtiger Ehrenmann. Ich werde jetzt Shift und verhandeln. Junge, ich will nochmal 20.000 mehr von dir. Bam. Und? Ja. Nie im Leben? Ja, dann kannst du dich verpissen, Junge. Nimm ich die anderen. Hier, dein Angebot nehme ich dann ab. Angebot ablehnen. Was? Wieso muss ich denn eine Strafe zahlen? Nee. Ja, ich will deren Angebot. Ich muss doch nicht den höchsten Bieter, muss ich annehmen. Der bietet doch vor allen Dingen nicht mehr. Hier, die Jansens. Das ist eine nette Familie. Nicht hier der. Toll. Egal, ich habe trotzdem 30.000 Profit gemacht. Dann Angebot annehmen. Denn ich bin immer noch im Besitz von 399.000 Euro. Und kann mir damit an sich das teuerste Haus im kompletten Spiel kaufen. Ja, für 340.000. Easy going. Habe ich es gerade gekauft? Ja, da ist es. 340.000. Krass. Das teuerste Spiel, das teuerste Haus im kompletten Spiel. Einfach mal gehe zu Alleinhaus. Das ist eben das Haus von Kevin allein zu Haus. Das soll es zumindest sein. Also gehe ich mal von aus, oder? Doch. Das sieht auf jeden Fall so aus. Das war echt ein cooler Film. Die planen, glaube ich, auch, davon ein Remake zu machen. Ha! Hier sieht man auch die ganzen Sachen aus dem Film. Wie geil ist, wie sieht's aus mit Garten? Oh, das sieht aber schon geil aus. Ja, als ob. Hier, wo man so runtergeht. Okay, das ist ziemlich, ziemlich cool. Okay, Leute, dieses wunderbare Haus gucken wir uns dann aber auf jeden Fall beim nächsten Mal an. Und dann wird es wahrscheinlich schon das Finale von Haus Flipper sein. Denn das Haus komplett sauber machen, auf Vordermann bringen, den ultimativen Rekord knacken. Und dann haben wir das Spiel komplett durchgespielt. Leute, wenn es euch gefallen hat, dass Pedizzle sich fast in die Hosen gemacht hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. War aber gar nicht so gruselig, wie ich dachte. Ich dachte, da kommen mehr In-Your-Face-Effekte, wo
ich komplett ausraste. Aber na gut, hat auch gereicht. Leute, lasst ein Like, damit es euch gefallen hat und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.